Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal. Jo, heute geht es um eine kleine Mod-Vorstellung vom Officer Dodge. Der hat nämlich ein neues, geiles Fahrzeug rausgebracht. Genau, und das würde ich euch einmal gerne zeigen. Das könnt ihr danach auch downloaden. Genau, checkt aber dann auch Officer Dodge aus. Der macht immer wieder coole Videos und Streams und auch coole Mods und bringt sie dann auch zu Abo-Special raus. Das heißt, je mehr Abonnenten es gibt, desto mehr Mods wird es dann vermutlich auch für euch geben. Also Link in der Videobeschreibung, checkt den Jungen unbedingt aus. Macht geile Mods. So, also, den hat es ja schon mal gegeben, den BMW. Jetzt hat es aber eine V2 gegeben. Und genau, hier sehen wir, ich denke mal, das ist die V1 jetzt gewesen hier. Mit einem Polizei-Bayern-Skin. Und hier haben wir den Polizei Nordrhein-Westfalen, wenn ich richtig liege, genau. Beide, glaube ich, auswählbar. Beziehungsweise, ich glaube, das ist das andere Fahrzeug. Ich weiß jetzt gar nicht mehr. Auf jeden Fall, hier haben wir die das Urmodell, sage ich jetzt mal. Das hier hat anderes Blaulicht oben drauf. Genau. Aber es dreht sich jetzt in diesem Video eher hauptsächlich um die Fahrzeuge hier. Also um die zivilen. Die sind nämlich neu dazugekommen. Und vor allem der hier hat was sehr Schönes, was ich wirklich sagen muss, sehr schön. Nämlich neben dem Horn, was es für alle Wägen gibt, hat der hier auch eine ganz besondere Funktion. Ihr seht hier oben die Kennleuchte und wenn ich jetzt hier mit Simply IC drauf drücke, huch, weg ist sie. So, dann können wir das Blaulicht auch ausschalten und ja, haben wir einen zivilen Wagen. Wird jetzt niemand erkennen, dass es von der Polizei ist und dann... Gerade für RP-Inhalte ist natürlich sehr sinnvoll. Da können wir einfach Blaulicht aufsetzen. Gummi geben. Und die Sonderleuchte benutzen. Ah jo. Gut. Jetzt gehen wir aber erstmal nochmal hier rein. Ich will euch nämlich auch noch das Fahrzeug hier vorstellen. Zu denen gibt es nicht viel zu sagen. Wir haben einfach verschiedene Frontblitzer-Kategorien. Es gibt davon sehr viele Frontblitzer-Kategorien. Also ihr könnt da echt viel auswählen. Cobra 11, Frontblitzer, Kühler. Da könnt ihr echt viel dran rumstellen. Jetzt geht es aber noch erstmal um den hier. Denn, wenn wir den nehmen, haben wir hier noch ein paar andere Funktionen. Ich habe das noch selber nicht ausprobiert, aber genau. Wir haben hier einmal einen Heckwarner. So, was das jetzt gebracht hat, habe ich gar nicht gesehen. Ah, doch, das ist die Umfeldbeleuchtung von vorne. Das sind die... Das vordere Ding blinkt. Wenn ich es richtig sehe, genau. Dann können wir hier Nachrichten reinmachen. Stopp Polizei. Achtung Schwerlast. Achtung Unfall. Achtung Stau. Achtung gesperrt. Und bitte folgen. Genau. Und so viel zu dem Mod. Ich habe gar nicht ausprobiert, genau. Aber es geht nicht, zum Glück. Das ein bisschen runterziehen. Hier, genau, ihr habt dann genauso die Möglichkeit zum Horn. Genau. Gibt's eigentlich nicht mehr viel zu sagen. So, also. Ihr könnt euch das ganze Ding downloaden, indem man in die Videobeschreibung geht. Dort die Links auscheckt. Genau. Und ich würde dann sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Beziehungsweise beim nächsten, Stream. Wenn ihr irgendwie Video mal Wünsche mal habt, ich bin derzeit ja auf der Suche nach aktiveren Programmen auf YouTube, dann schreibt es doch gerne mal in die Kommentare. Genau, würde mich freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.